Ich begrüße euch, meine Saiyajin-Freunde, und heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Flohmarkt-Folge von mir. Leute, wir sind in Folge 29 angelangt und wie ihr schon letztens davor gehört habt, ich war ja in Herten gewesen, in meiner zweiten Tour, und da habe ich ja zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung aufgenommen, in meinem neuen Zuhause. Und jetzt bin ich hier und zeige euch die allerersten neuen, brandneuen Flohmarkt-Folgen. Ja, wie ich es auch angeteasert habe. Was alles neu auf euch zukommt, werdet ihr gleich alles sehen, nach dem Intro. So, da bin ich wieder. Und ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken an alle euren Support, an alle eure Klicks, Kommentare und Likes auf die letzte Härtentour, die ich gemacht habe. Das war ja die zweite gewesen. Und ja, ich habe ja auch gemerkt und gesehen, dass es euch auf jeden Fall mehr gefallen hat. Deswegen nochmals vielen, vielen Dank. Jedes Mal aufs Neue nochmal einen dicken Saiyajin-Gruß von mir an euch, an meine Saiyajin-Freunde. Kurz vor Ende dieser Flohmarkt-Folge habe ich einen guten alten Bekannten wieder getroffen. Das ist der gute Juno. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an dich. Und ich habe bei ihm am Ende noch ein bisschen eingekauft und das Highlight werdet ihr auf jeden Fall später sehen. Also seid auf jeden Fall gespannt darauf. Wir reden nicht über den heißen Brei. Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns ganz schnell zur allerersten Live-Aufnahme. Ich freue mich schon, wie dolle euch die neuen Funde zu zeigen. Los geht's! Wir teleportieren uns direkt dorthin. Let's go! Wer ist hier der Chef? Ja, hallo. Das Gameboy-Spiel, kann ich das mal sehen? Das ist da vorne. Ist das komplett alles drinnen? Ich guck mal. Danke. Was ist das? Eine? Nein, nein, ist das eine? Ja, drei. Immer 3 Euro, ja. Bitte 1 Euro. Was 1 Euro, Bruder? Was wolltest du haben? Realistisch. Ich weiß selber nicht, weil ich kenne mich nicht. Also ganz ehrlich, ist auch geknickt hier alles. Ne? Also sag du mir den Preis, dann nehme ich es eventuell mit. Ich sammle ja sowas. Ich lasse von Ihnen raten, was Sie mir empfehlen können. Weil ehrlich, ich will nicht jetzt sowas. Nein, also Advanced-Spiele, ja, es kommt auf das Spiel an. Ne? Das ist nicht so jetzt wert. Aus, ja. Wäre es Mario oder so, da hätte ich es verstanden. Also. Das kann ich doch für kriegen. Aber realistisch, ja. 5, 8 Euro? Dann machen wir 8. Ja. Mach mal 6? Bist du ein bisschen in der Mitte treffen? Lass mal 8 machen. Glatt. Glauben Sie mir, ich bezahle auch die Preise. Ich weiß, aber es ist halt nicht guter Zustand. Es geht, ne? 6 will ich dir geben. 7. Ist okay, komm, machen wir. Alles gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat Wert mehr. Ich weiß es, also normalerweise ist es nicht so teuer. Also nee, nee, ich sag nur, ne? Aber ich habe trotzdem Vertrauen und Ihnen gesagt, die sollen mir wieder immer von der Neite einhören. Hast du andere Videospiele? Beim nächsten Mal nur nee, das hat sie gehabt? Immer. Spieler hat ihn zu Hause irgendwo auch. Na, vielleicht beim nächsten Mal wäre cool. Aber jetzt dabei hier habe ich nicht. Ja. Ich habe nur 2 Kleingeld, das ist das Problem. Meine Mutter hat auch 2. Ach so. Mach, ist okay. Okay, danke. Passt schon, alle, ja? Alles. Ich wünsche dir was. Hau rein. Spaß. Danke, ciao. Okay, zum ersten Stand angelangt. Und da habe ich halt ein richtig klasses Spiel gefunden, was wirklich total versteckt war. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie in diesen Ständen da war. Und zwar habe ich das hier gefunden, und zwar Lara Croft Tomb Raider Legends für den Game Boy Advance. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, hat der Verkäufer nicht genau gewusst, was das Spiel wert ist. Und ganz ehrlich, ich wusste es genau auch nicht so dolle vom Bauchgefühl her. Ja, ich musste nicht alles wieder aufmachen, weil ihr habt es ja in den Aufnahmen gesehen, das war ja alles komplett. Das Inlay war dabei, so wie die Anleitung und so weiter. Und da war irgendwie so ein Gehäuse oder sowas gewesen, so eine Art Schutzhülle oder so. Ich denke so, kann ich gar nicht. Ich denke so, komm, konnte auch nicht richtig aufmachen zu Anfang. Aber ihr habt es gesehen, es ist komplett. Und ja, habe ihm jetzt 8 Euro gegeben am Ende, was er auch haben wollte, weil er halt kein Klein mehr hatte, aber ich denke so, komm, Schwamm bei, ist okay, ist in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, wir gehen ab zur nächsten Live-Aufnahme. Morgen.
Was soll ein Spiel kosten pro Stück? 2 Euro? Oh. Klassik-Version. Haben Sie vielleicht auch Gameboy-Spiele, Super Nintendo-Spiele vielleicht? Ach, hier ein Nintendo DS. Ah, okay. Und dann habe ich die hier. Ja. GameCube. Ja, ich guck mal kurz. PS2 und Xbox. Die kosten genauso viel oder? Alle 2 Euro. Alles klar. Ja. Alles geht, okay. Komm ich mit, klar. Das ist ja geschenkt. Nehme ich auf jeden Fall, das fehlt mir. Devil May Cry. Hitman 2. Das ist die Klassik. Ja. Muss ich die mitnehmen? Wohl. Ich hab die Original, die erste. Die... Nehmen wir die jetzt, oder? Hitman. Bitte schön. Wie viel hast du genommen? 3 Stück. Okay. Ja, danke dir. Ich wünsche dir was. Danke, tschüss. Jo, ich muss auf jeden Fall ehrlich sagen, dieser Stand war echt nicht schlecht und die Preise waren ganz in Ordnung. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also man konnte da pro Spiel, glaube ich, nur 2 Euro bezahlen pro Game. Und ich habe auch nicht runtergehandelt oder sonstiges. Es war auf jeden Fall ein Top-Preis. Und habe mir da 3 Spiele rausgekramt, die für mich in Ordnung waren, also eher ansprechend. Und zwar haben wir hier Street Volume 2 für die Nintendo GameCube und ihr seht, es ist komplett tutti frutti, auf jeden Fall sehr schön. Und zum anderen haben wir hier Hitman 2 Silent Assassin für die PS2 und da ist auch alles komplett, Anleitung, Spieler drin. Und ja, das hat mir auf jeden Fall in meiner Sammlung richtig krass gefehlt. Jetzt habe ich alle Teile davon für die PS2, da war ich auch richtig mega happy. Und zwar haben wir hier Devil May Cry für die PS2. Und ja, Leute, es ist auch komplett und die Anleitung ist auf jeden Fall richtig nice. Und ja, ich habe für alle 3 Spiele hier 6 Euro bezahlt. War auf jeden Fall Bombe, der Kurs. Und ich sag mal ganz ehrlich, GameCube-Spiele kosten auch nicht gerade wenig, je nachdem, was für ein Spiel du hast. Aber
für 2 Euro und jeweils, wie gesagt, 6 Euro für 3 Spiele. Fand ich auf jeden Fall richtig klasse. Gut, wir machen weiter. Auf geht's zur nächsten Live-Aufnahme. Guten Morgen. Was soll das hier kosten? 3. 15. Machen wir wieder rein. Ein bisschen. Das Mann, der kriegt das nicht auf. Ehrlich, ey. Ehrlich. Hat den Klimbus, aber. Ach, sogar Puzzle drin, ach so. Okay. 3 Euro wollt ihr haben, ne? Können wir 2 machen vielleicht? Ist okay. Sendung mit der Maus, ne? Ja, sehr nostalgisch. Ja, genau. Dankeschön. Schönen Sonntag. Tschö. So, jetzt kommen wir zu einem Stand, wo ich vom Gefühl her gedacht habe, ich glaube, da finde ich bestimmt gar nichts an Videospiele. War ja auch so, also was mich auch gar nicht interessiert hat oder was. Aber ich habe was Schönes gefunden. Und zwar, ja, für meine Hörspielkassetten. Heißen, glaube ich, so, ne? Hörspielkassetten. Und zwar so ein Koffer von Die Sendung mit der Maus. Richtig nice. War auf jeden Fall top. Hier war ja so ein Aufkleber gewesen, habe ich auf jeden Fall abgemacht. So gut es ging. Aber ich mache es auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr sauber. Aber es ist auf jeden Fall schön und habe es für 2 Euro mitgenommen. Fand ich auf jeden Fall richtig gut, richtig in Ordnung. Und lässt sich auf jeden Fall sehen. Eventuell packe ich es in mein Regal irgendwo hin, in irgendeiner schönen Ecke. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Ab geht's zur nächsten Live-Aufnahme. Los geht's. Ah, ja. Guten Morgen. Ach, der habe ich auch zu Hause. Dinger, nein, so aufgedruckt. Hier, guck mal, dieselben, die ich zu Hause habe. Ja. Doch, ja, 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 alles gut. Ja, habe ich aber leider im Internet bestellt und der stand nicht, dass die original sind. Nicht okay. Original sind, die Spiele, nicht die Hüllen, das war klar. Ja, ich habe dieselben Hüllen auch zu Hause, deswegen habe ich... Die sind toll, ne? Die ja, ja. Kannst du schon die Spiele reinknallen davon. Die OVPs sind ja mega teuer. Ja. Die kannst du fast gar nicht bezahlen. Da kommen sie vielleicht Gameboy-Spiele oder sowas in der Art? Super Nintendo-Spiele oder? Da vorne. Ach hier. Krass, aber spanische, ne? Achso. 10 Euro. Der gehört dazu. Sammeln Sie? Nicht wirklich. Kaufen wir. Psycho Pass. Einige Schmuckstücke sammeln. Machst du YouTube oder? Ja, YouTube, ja. Ich habe einen YouTube-Kanal. Seit über ein Jahr mache ich diesen Content. Ich mache Flohmarkt- und Retro-Content. Mhm. Ich kaufe Spiele für meine Sammlung und ja, kaufe, was mich halt interessiert, ne? Ja. Ja, und dann zeige ich es dann vor der Kamera und dann präsentiere ich das. Ist manchmal ganz witzig, wenn man, was ihr so dann für Funde macht. Ne? Ja. Das ist ja auch schon mal... Kannst du mal eingehen, wenn du möchtest, später. Ja. Toni Goku heiße ich da. T-O-N-Y und dann G-O-K-U. G? G-O, wie Son Goku, aber mit Goku zusammengeschrieben. Okay. Ja, schau ich mal. Ja, sehr gerne. Danke. Das wäre nicht schlecht. Eventuell Psycho Pass. Kann man es im Preis was machen vielleicht? 12 machen wir. 12? 6. Nee, das ist 6 Euro. Was ist das denn? Kenn ich gar nicht. Soka. Welche schauen wir mal? Hä? Kann man noch Figürchen da mit Power Rangers oder sowas nehmen? Nö. Kann ich es aufmachen, mal so gucken? Ja. Ja? Ja. Habt ihr aber auch vorher noch alle kontrolliert, bevor ich wieder reingekommen bin? Ja, glaub. Ja. Habt ihr Resident Evil 4 da? Nein, leider nicht. Ja, sieht gut aus.
Tja, warte. Oh, wieder bricht, oder? Oh, komm. Gut, machen wir. Bitte schön. Super, danke dir. Sehr gerne und gute Geschäfte. Danke, ciao. Tschüss, tschüss. Okay, ja, ich war mit dem Flohmarkt so langsam, aber sicher durch und dann fing es so langsam an zu regnen. Fand ich ein bisschen ärgerlich. Ich hatte noch einen Stand gefunden, den ich irgendwie übersehen hatte und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, was ich so gefunden habe und da war ein Spiel, was ich recht interessant fand. Und zwar habe ich hier Psychopass Mandatory Happiness für die PS4. Und da kann ich mal ganz kurz Gameplay zeigen. Und ja, Leute, ich kenne das Spiel nicht vom Gameplay gar nicht so. Oder das Spiel kenne ich auch absolut nicht. Aber ich kenne die Anime-Serie davon. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Habe ich schon ein paar Folgen schon davon gesehen. Muss ich noch ein bisschen weiter gucken und so weiter. Aber ich fand das Spiel interessant vom Cover her und so. Ich denke so, komm, nimm es mal mit. Warum nicht? Vielleicht ist es auf jeden Fall interessant für dich. Ja, der junge Mann war auf jeden Fall echt sehr nett, sehr in Ordnung. Und er hat mir das am Ende für 12 Euro überlassen. Fand ich auf jeden Fall richtig fresh, also statt für 15, wie ihr seht, ne, für 12 Euro, top auf jeden Fall. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß. Let's go! Oh, da habe ich gedacht, da ist Dragon Ball ein Bild. Ich schau mal kurz nach, warte. Entscheide du dich jetzt, außer wir jetzt gar nicht. Jetzt ist der Handel. Entschuldigung, was soll das Dragon Ball Bild kosten hinten? Die kosten 10. 10 Euro? Ich glaube, das kommt. Ich schau mal kurz. Was sind das für Bilder? Sind so. Ach, so Aufhängen. Zum Aufhängen. Sie dürfen aber gerne handeln. Ja. Was machen Sie mit dem Video? Ich mache YouTube-Videos. Ich nehme nur die Stände auf, wenn das okay ist. Nein, alles gut. Ja. Wie heißen Sie auf YouTube? Toni Goku. Ich mache Flohmarkt-Retro-Content. Mach ich schon seit über ein Jahr. Bin auch gut, heiß bekannt, aber... Toni, weiter? Mit Y. Ups. Warte, jetzt bin ich überfordert. Darf ich? Ja, mach ruhig. Gerne. Gerade ist auch meine neue Folge sogar online. Ist das auch auf TikTok? Ja, aber macht er ja nichts so viel. Ich mache Instagram mache ich auch viel. Also meine Updates tue ich da immer online. Sehr gerne, danke schön. Viel Glück. Danke. Ah, läuft gerade. Alles gut. So von 5 hätte ich vielleicht mitgenommen. 5 Euro, aber ist zu wenig. Ja, ist okay. Cool, mega. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und gute Geschäfte. Danke. Tschüss. Ja, an diesem Stand habe ich eigentlich gar nichts an Videospiele gefunden, aber mich hat da was ein bisschen angesprochen, was ich direkt mitnehmen wollte eigentlich vom Gefühl her. Und zwar so ein Dragon Ball Schild von Dragon Ball Legends. Ich habe für dieses Schild halt statt ein 10 habe ich 5 Euro bezahlt, weil ich fand es ganz ehrlich, 10 Euro viel zu viel für so ein Schild. Das kann man ja irgendwo aufhängen an der Wand oder so. Und ja, fand ich richtig cool. Für 5 Euro mitgenommen. Da war ja ein 2 an der Zahl. Da habe ich gesagt, komm, nimm den einen mit. Warum nicht? Sieht auf jeden Fall fresh aus für die Sammlung und pack's auf jeden Fall schön irgendwo weg. Ja, war auf jeden Fall fresh. Ich war echt froh, das mitgenommen zu haben. Und ja, machen wir weiter. Los geht's. So, jetzt kommen wir noch zu dir schnell. Ready to go, ich bin gerade fertig. Sehr gut. Hast du aber schön aufgestockt, Alter. Ja, danke. Sehr, sehr geil. Achso, übrigens, wenn du irgendwelche Sachen hast zum Reinigen oder so, ich mach das jetzt auch vor Ort. Echt? Also auch Batterieaustausch von Modulen und so kannst du ja jetzt auch vor Ort machen. Deswegen, ich hab da alle meine Stations quasi jetzt. Okay. Ich hab ja gesehen, zieht doch nichts im Abo zu bei dir, was du mal machst. Voll geil. Feier ich. Ja. Ja, nee, cool, ist auch nicht schlecht. Ja, hat auch viel Arbeit gekostet. Ja. Ich hab grad eben. Wie haltet ihr die Hitze aus mit der Mütze, Alter? Gar nicht. Nee, du bist hier in der Sonne. Da ist echt kühler da drin. Ja, okay, gut. Aber da zahle ich halt Dachaufschlag drauf. Ja.
Ja, wenn du die Raritäten suchst, die sind hier oben, ne? Achso, da oben, hab ich gesehen. Ja, Showcases habe ich jetzt extra dafür angefertigt, weil mir wurden jetzt Sachen geklaut, leider. Echt? Ja, weil, ja, mir wurde einmal die Switch geklaut, die, wo ich die Donkey Station extra hatte. Okay. Und Wario Land wurde mir geklaut für den Gameboy. Wario Land? Ja. Ach du Scheiße. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, alles Wertvolle packe ich jetzt hier oben hin quasi. Besser, besser. Ja. Du wolltest für Asterix und Obelix haben? Brauch ich mal das Spiel weg. Achso. Ich habe meine eigene Datenbank. Achso, ja, mach mal. Das ist gleich piepen, wird. Warte. Ah, okay, und dann kriegt man das von der Kamera. Ah, das ist ja geil. Oh shit, das habe ich nicht mehr in meiner Datenbank drin. Oh! Das ist ja geil. Warte, dann kann ich aber kurz mal. Wird zwischen 8 und 6 gehandelt. Jetzt muss ich mal gucken wegen der Qualität. Ja, Quali sehe ich, finde schon gut aus. Würde ich sagen, nehmen wir die goldene Mitte und machen wir 7. Okay. Ah, nehmen wir mit. So, einmal. Jo, danke. Bitte, bitte. Gucken, ob ich muss. 2 und den 1 Euro, der kommt aus meiner privaten Tasche. Der Glückseuro. Oh, ja. Der ist nämlich hier drin. Perfekt. Ich danke dir, Brudi. Ich danke dir. Dann wünsche ich dir noch gute Geschäfte. Ja, euch noch eine schöne Fahrt heute. Okay. Und catch nämlich mit. Nice. Brudi, ich wünsche dir was. Wir sehen uns, Toni. Ja? Danke. Was gute mit? Geschäfte. Ciao. Wir hören uns. Lord Jon. Tschö. Okay, kommen wir zu einem Stand, den ich sehr gerne präsentieren möchte. Und den kenne ich auch ganz, ganz gut. Ist ein guter Kumpel von meinem kleinen Bruder. Er ist immer meist bei den Flohmärkten, wo ich halt immer jagen bin. Und da ist er auch meist am Verkaufen. Und er hat auch seinen eigenen Stand und so. Und der hat auch so einen Reparaturservice, hat er da am Start. Und der repariert auch Sachen. Er guckt sich die Spiele an. Der verkauft die. Er macht daraus wieder alles tipptopp sauber. Und die Rede ist vom Hedy. Hedy, mein Freund, also Christoph, Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall. Und ich habe einfach mal bei dir vorbeigeschaut und ich so, komm, nimm mal ein schönes Spiel mit für die Sammlung. Und ich habe halt das hier mitgenommen, und zwar Asterix und Obelix gegen Caesar für die PS1. Ich habe dafür am Ende noch 7 Euro bezahlt. Fand ich, denke ich mal, vom Preis her ganz in Ordnung, war okay. Ich weiß nicht, was online kostet, denke mal auch nicht mehr so viel. Ich denke mal so auch um den Dreh. Und für mich war es wichtig, einfach mal was mitzunehmen und ihn dabei zu unterstützen. Und ich mache mal ganz kurz eine kleine Werbung für ihn. Das ist der gute Hedy, ne? Ich kann euch mal die Daten unten in der Videobeschreibung mal unten reinpacken. Da könnt ihr ihn mal abchecken. Also er macht auf jeden Fall sehr viel mit Reparaturservice. Also er repariert auch Spiele. Er schleift auch Spiele. Er macht auch Konsolen sauber. Und wenn was defekt ist oder so, sei es Gameboys, Handhelds aller Art, PlayStation Portable und DS und hast du nicht gesehen. Der macht euch alles fresh. Und hier habt ihr noch die Kontaktdaten von denen, ne? Ich werde, wie gesagt, alles unter Videobeschreibung reinpacken. Checkt auf jeden Fall mal ab. Auf jeden Fall ein ganz feiner Kerl. Und ja, wie gesagt, für 7 Euro mitgenommen. Fand ich in Ordnung, fand ich okay. Nochmals Grüße gehen raus an dich. Und jetzt gehen wir zum Highlight dieser heutigen Flohmarkt-Folge. Ich habe es ein bisschen angeteasert. Ich habe den guten Julu getroffen. Und was ich in meiner Sammlung hinzugefügt habe, das werdet ihr jetzt und gleich sehen. Also, wir teleportieren uns mal direkt dorthin. Let's go. Julu, was geht? Malaka. Gut, bei dir, Toni? Bei dir, Bruder. Gut, gut. Super. Ja. So, ich hab's nicht gegeben. Bock, wie der 4-7-Controller, geil. Mhm. Schön. Ja, ich glaube schon, ja. Der eine müsste mit anleiten. Der hier, naja. Was wolltest du für Abend für alle, für Mario? 15. 15? Ja, ohne, mach ich den 10er. Okay. Das ist für die alte Super Nintendo. Das? Nee, die hier. Die Super Nintendo. Also Super Nintendo? Ja. Ich denke, das ist doch die Super Nintendo, oder nicht? Nein, das ist für die PS1. Ach so, das ist so ein Gewehr, so ein Gewehr. Ja, hier, was da? Muss mal gucken. Wie macht das von der Gruppe? Das ist richtig geil gesammelt. Das komplett weiter mit Spielen und der Gruppe. Das fehlt bei ihm noch. Ja? Oh. Fehlt noch bei dir. Was denn? Deine Sammlung.
Ja, ist aber schon. DVDs. Ich hab vieles. Hat ja zwei Regale voll. Aber es gibt einige, die haben mehr wie ich, aber ich habe momentan habe ich alle meine Sachen eingepackt. Ich bin ja auch umgezogen vor über einen Monat, zwei. Okay. Ich habe alles in Kartons, ist momentan alles drin. Ich habe nur ein bisschen so. Viele Kartons. Ja. Viele Bananen. Das Spiel? Fünfer. Gibt es hier in Deutschland auch noch? Und das Spiel, Juno? Moment. 10. 10er. Ich hab gut gekämpft. Ja. Können wir 20 für 3 machen oder was? Oder was war jetzt? Wer war hier mit der Anleitung? Wollt ihr 15 haben? Ja, 15, 25, 30. Nee, warte mal, 10? Nee, Moment. Ah, nee, stimmt. 30. 25 mache ich. 25? Ja, kriegst du am Leben. Ich danke Juno. Ich hab gedacht. Sehr gerne. Juno Abi, ich wünsche dir was, ja? Gute Geschäfte, ja? Ciao, wir hören uns. Ciao. Okay, fangen wir mal ganz geschmeidig an. Und zwar haben wir hier ein PS1-Spiel. Und zwar die Monster AG Schreckeninsel für die PS1. Und ja, da kann ich mal ganz kurz Gameplay zeigen. Ja, wie gesagt, die Monster AG ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, finde ich. Für die PS1 ist halt ein Klassiker von der Disney-Filmereihe. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ja, ich freue mich, das mitgenommen zu haben, weil solche Spiele nehme ich immer sehr gerne mit, sei es auch von Disney, sei es von Marvel und die ganzen Franchise. Ich kann euch mal kurz vorlesen von hinten, was da so steht. Die Schreihälse brauchen dich. Werde Schreckmeister an der Monsterakademie. Jedes der beiden Monster hat spezielle Bewegungen. Zahlreiche Erschreckungstaktiken und mehr als 15 riesige Bereiche wollen entdeckt werden. Schreibe dich noch heute an der Monsterakademie ein, hier lernst du, was es heißt, ein gutes Monster zu sein. Auf jeden Fall wollte der gute Juno 5 Euro für haben. Erstmal habe ich das hier mitgenommen. Dann hatte der gute Juno noch zwei Spiele, die da doppelt waren. Aber ich wollte es mit Anleitung dabei haben. Deswegen habe ich mir das hier mitgenommen. Und zwar New Super Mario Bros. Für die Nintendo DS. Und da kann ich auch mal ganz kurz Gameplay zeigen. Und ja, Leute, für mich ein Pflichtprogramm. Super Mario ist auf jeden Fall ein Begriff. Und für mich war es auf jeden Fall wichtig, es mitgenommen zu haben. Weil es für meine Sammlung gefehlt hat. Der Super Mario konnte ja irgendwie mit einem gewissen Pilz irgendwie ganz, ganz groß werden. Und für den DS damals war es ja wirklich mega nice. Ein ganz großes, neuartiges Erlebnis, den Mario in ganz, ganz groß zu sehen. Wo er die ganzen Pilze und die ganzen Käfer und so alle weggestampft hat. Auf jeden Fall richtig nice. Auf jeden Fall ein schönes Teil. Sehr cool, es mitgenommen zu haben. Und ja, es ist wie gesagt komplett, habt ihr auch gesehen. Anleitung und Game ist mit dabei. Und kommen wir zum letzten Spiel, und zwar haben wir hier Tales of Arise für die PS4. Das war vor Monaten auch nicht gerade ein günstiger Titel, und das für einen 10er mitgenommen zu haben, war auf jeden Fall fresh. Ich habe mich da auch echt drüber gefreut, das auch mitgenommen zu haben. Und ich habe am Ende für alle drei Spiele hier 25 Euro bezahlt. Man kann sagen, er hat mir das Spiel hier geschenkt, und dafür habe ich dann 25 Euro bezahlt. Hier für einen 10er, hier für 15, und das halt geschenkt. Er wollte da eigentlich nur 5 Euro für haben, und ja, 25 Euro mitgenommen. Ich fand es vom Preis her eigentlich ganz gut, ganz in Ordnung. Ja, das war's von Juno auf jeden Fall, von seinem Stand. Nochmals Grüße gehen raus an dich. Und ja, meine Saiyajin-Freunde, das war's mit dem Highlight dieser heutigen Flohmarkt-Folge. Wir gehen ab zum Ende über. Let's go! So, meine Sendkrieger, das war's mit der Flohmarkt-Folge Nummer 29. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da.
Kommentiert in den Kommentaren, wie bekanntlich auch, wie es euch gefallen hat. Haut auf jeden Fall eure Meinung raus. Was war für euch euer Highlight dieser Folge? Was hat euch am meisten gefallen? Schreibt es einfach mal unten rein, würde mich echt interessieren. Und ja, meine Sergeant-Freunde, wenn euch dieser Flohmarkt Retro-Content gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Das würde mich mega unterstützen. Da ist der Button, unten müsst ihr rein. Und ja, ihr kennt bekanntlich diesen Spruch. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann ihr auch immer das Video anguckt. Bis zur nächsten Flohmarkt-Folge, meine Freunde. Passt auf euch auf, haut rein, euer Tony Goku. Ciao.